Ja, hallo zu einem neuen Projekt von mir, und zwar L.A. Noir. Es ist, ich sag gleich vorweg, es ist absolut blind. Ich habe mir nur bei jemandem Let's Play den ersten Part ein Stückchen angesehen. Das fand ich bisher ganz interessant. Außerdem hat sich das die Mairin gewünscht, deswegen wollte ich das einfach mal ausprobieren. Ach so, jetzt habe ich's. Okay. Es wird alles mit Schatten gemacht. Was gibt's da nur zwei Optionen? Okay, wir müssen wohl neu drücken. Dass keine Optionen jetzt da waren, hat mich jetzt gewundert. Oder ich habe es übersehen unten in den Anzeigen. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car, the symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home, and have room to breathe, and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. The city of opportunists. The city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. City of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. Ja, schönes Intro schon mal. Wie man sieht, ich weiß es nicht genau welches Jahr, aber das spielt eindeutig in der In the Marine Vergangenheit. Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for, and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGPL calling car 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Oh Gott, das muss ich fahren. Oh Gottes Willen, wie mache ich denn das? Ja, wie fahre ich los? Oh mein Gott! Ach, um Himmels Willen. Oh, jetzt fahre ich ja zurück. Oh, Hilfe! Stay on this road. Um Gottes Willen. Ach so, okay. Ich glaube, jetzt habe ich es raus. Here we go again. Oh, They ich don't weiß nicht, wo. request uniform for evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of Ich weiß gar nicht, wo Sunshine ich hin muss. himself. Um Gottes Willen. Keine Angst, so fahre ich in Wirklichkeit nicht auf der Straße. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich fahre und fahre und fahre. Ich glaube.
Ja, toll. Ich glaube, jetzt bin ich vorbeigedüst. Um Himmels Willen. Oh, das ist aber... Oh! Da möchte ich nicht mit drinnen sitzen, echt. Huch! Nee, das ist... Oh, ich wollte eigentlich abbiegen. Och, Mensch, das ist doch... Warum komme ich jetzt hier nicht raus? Oh, ich glaub's ja nicht. Also, bis ich da dort bin, da... Nein! Och Mann! Oh, was mache ich denn? Ey, ich komme gerade mit der Steuerung überhaupt nicht klar. Ja, vor allem dieser veränderte Blickwinkel ständig. Das ist ja belastend. Ups. Ja, jetzt bin ich da. Oh Gott, Gott sei Dank. Also, Tatort in einer Gasse. Floyd Rose, Homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got places here. To be. Happy hunting. Also so wie die Polizisten schon gefahren sind. Just going through the motions. Probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Two heads are always better than one. Ich mag ja sowas eigentlich, so Detektivarbeit. Und zu signalisieren, alle Hinweise. Look at this junk. Ja, wie mache ich das? Ach so. Not my job to pick through other people's crap. Ach so, X. Not sure this means much. Ah, ist ja schon cool gemacht, muss ich schon sagen. Got, Phelps, anything? Aber ich sehe ja nichts. Cole, come take a look at this. Naja, da, wie soll ich denn hinlegen jetzt? Ach so, okay. Ich muss erstmal wirklich mit der Steuerung klarkommen. I tell you, I'm jinxed. I always get landed with this crap. Okay, also ich glaube, das ist jetzt wirklich nicht relevant hier, die zwei Flaschen. Das ist bestimmt nur wie so eine Art Tutorial. Nein, nicht schon wieder die Flaschen. Was steht da? Der Verstand ist die letzte Grenze. Aha. Den Artikel... Dr. Fontaine, could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr... Sheldon, or Courtney Sheldon. I'm only in second year, doctor. They fast-tracked me a year. Because of my experience during the war. Ah. That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands. Shift. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine. He's so far away. If
like he's wandering. You went through a lot together. Yes, Doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon. And your penance, for your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time. With what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. Das nennt sich Palliativ. Das mache ich ja auch. Um sterbende Kindern. Gut. Okay. Die Atmosphäre ist schon mal ziemlich cool, finde ich. Also L.A., nehme ich mal an, das spielt in Los Angeles, wie man auch so teilweise gesehen hat. Und ich war ja auch in Los Angeles. Ich liebe Los Angeles. Und ich habe gesehen, im Intro stand ja Hollywoodland. Das hieß früher so, also ich glaube bis zu den 50er Jahren oder so. Genau weiß ich es leider nicht. Und dann wurde es geändert, einfach nur in Hollywood. Wenn ich jetzt irgendwo was übersehe, tut es mir leid, weil, wie gesagt, das Spiel ist ja blind. Also habt Nachsicht mit mir. Weil ich kann mir jetzt schon denken, dass einiges in den Kommentaren auftaucht wie, du hast was übersehen. Okay, Blut. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Ja, wie soll ich das jetzt noch weiter untersuchen? Kann ich doch jetzt mit dem Licht nicht. Da müsste ich schon näher rangehen. Ich weiß nicht, ob er da was macht. Nee, er macht nichts. Was um das Notizbuch? Okay. Warum macht das dann jetzt nicht auf? Oder muss ich erstmal zurück? Ah, okay. Blutfleck. Also er schreibt das anscheinend selbst rein, oder? Okay. Das ist aber schön, dass er das selber macht. Gut. Halt, es hat was gebrummt jetzt. Stand ihr da, sobald mein Gamepad vibriert? Dann ist irgendwas eine Waffe. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? Reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right. Don't hurt yourself. Ich bin irgendwie froh, dass ich mir das Spiel auch für PS3 geholt habe. Es vibriert, es vibriert. The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. Flasche würde auch wieder nicht sein, oder? Ich meine, ich guck zwar mal, aber... Ja, eben. Ich weiß, ich nehme mal an, ja, damals gab es mit Sicherheit noch keine Fingerabdrucksuche. What kind of chumps do these homicide guys think we are? Das kam erst in... Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall nicht. Building looks vacant. DNA-Tests kamen ja viel später. Is there a way up from the outside? Jetzt soll ich auch noch hochklettern. Ich glaube, DNA kam zumindest erst in den 80er, 90er Jahren. In den 90ern wurde es erst so richtig etabliert. Aber Fingerabdrücke müsste es, glaube ich, schon länger geben. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht so genau. Gibt es hier noch irgendwas? Ach, wieder nur eine Flasche. Aber Moment mal, da liegt doch noch was. Doesn't give me anything to go on. Okay, also es ist nichts weiter Besonderes. Okay, also ich klettere ich jetzt erstmal hoch. Hm. Gucken wir uns hier auch nochmal um. How you doing, Cole? Found it yet?
Ja, was denkt er denn? Ich bin gerade erst hoch. So schnell geht's noch auch nicht, mein Freund. Ach, da ist noch eine Waffe. Eine Leiche vielleicht? Smith & Wesson, Serial S71893. Vollgeladen. Two rounds fired. Ach nee, instead of dropping gut. It down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Hm. Ach stimmt, das sind ja nur die Hülsen anscheinend, die da drin sind. Aber die Hülsen, dachte ich, fliegen eigentlich doch raus, oder? Na gut, bei dem Revolver glaube ich nicht. Ich glaube, das ist man nur bei den neueren Waffen, dass die Hülsen rausfliegen. Bei denen wahrscheinlich nicht. Ich kenne mich ja mit Waffen nicht wirklich aus, also kann ich das jetzt nicht beurteilen. Ich gehe jetzt mal hier an den Rand, vielleicht ist da noch irgendwas. Oder muss ich wieder zurück? Oder kann ich hier noch weiter hoch? Ne, da komme ich nicht hin. Doch! Aber er macht's nicht. Ne, also okay, da klettert er nicht hoch. Das heißt, wir gehen mal wieder zurück. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Der nächstes Ziel einzustellen. Der nächstes Ziel einzustellen. Orte. Gucken wir mal bei Orte. Entdeckung geordnet. Waffenladen. Ja. Gut, aber hier mache ich erstmal den ersten Cut. Es war ja schon mal ziemlich lustig. Aber auf jeden Fall, mir macht es Spaß. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder.